dann einmal hier lang. Tatsächlich weiß ich, dass ich hier viel mehr gegrindet hatte früher, weil ich wollte unbedingt den Kompass und so weiter haben und habe dann tatsächlich, anstatt der Mainquest zu machen, einfach gegrindet, bis ich den Kompass hatte. So Sachen sind halt in so älteren Spielen ja möglich, weil halt alles einfach gescriptet ist. So, jetzt geben wir ab, geben erstmal den Musikkristall. Ihr seid wieder da. Ich freue mich. Es ist schön zu reden. Wir haben euch einen Musikkristall mitgebracht, Agim. Den hat er noch nicht gelernt. Okay. Dann geben wir ihn einem Drir, damit das... Die Musik ist in mein Leben zurückgekehrt. Ich freue mich. Ich bin glücklich. Hab Dank. Es ist schön zu reden. So, ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt Erfahrungspunkte dafür gekriegt haben. Das heißt, ich hätte auch warten können, bis Sira in der Gruppe ist, dann hätte sie auch die Erfahrungspunkte gekriegt. Weil soweit ich weiß, werden Erfahrungspunkte immer gruppenweit vergeben. In dem Spiel. Gut, die haben wir uns angeguckt. Wir sind aber noch nicht hier runtergelaufen. Das ist eine Truhe. Und wir haben auch genau noch einen Dietrich. Oh, sehr schön. Das sind Stiefel, die kann Rainer anziehen. Das heißt, wir können die Schuhe verkaufen. Wir haben eine Lederweste, die kann Tom anziehen. Da Rainer ja eben mehr Schutz braucht. Die beschlagene Kappe kann auch Tom anziehen. Nee, Tom hat sie schon an. Dann ist es halt Rainer. Den Rundschild. Den benutzt natürlich Tom statt dem Lederschild. Rainer kann den Lederschild aber anziehen, sobald er in den Nahkampf geht. Und ein paar Pfeile für Rainer. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich nehme nochmal die Pflanze, um zu gucken. Okay, die macht gar nichts. Sehr schön. So. Oder sehr komisch eigentlich. Und jetzt gehen wir hier einmal hier in diesen linken Gang noch rein. Und dann sprechen wir mit Frill. Okay, entweder waren wir da oben schon oder da ist einfach nichts. Gut. So, kaum sind wir aus dem Ding raus, gibt es auch schon wieder einen Angriff, aber kein allzu großer Problem. Allzu großes Problem. Denn wir können auch Critical hitten. So. Gehen wir also zurück in die Stadt, gehen zu Frill und fragen ihn, was es mit dem Dolch auf sich hat. Weil wenn wir in der Stadt ankommen, will ich nochmal speichern. Ich werde mir jetzt angewöhnen, immer mal wieder zu speichern, wenn wir quasi Story-Abschnitte geschafft haben oder bevor wir irgendwas machen, was irgendwas triggert. Ich meine, ne, Frill anzusprechen muss ja wohl einen Fortschritt der Story triggern, wenn er uns nur sagt, wo wir hin müssen. Weil Fortschritt in der Story bedeuten kann, dass uns Teammitglieder verlassen. Ich weiß zwar, dass bis zur Überfahrt eins dazu kommt nur noch, aber ich will mich das einfach angewöhnen. So. Dann speichern wir hier mal vor der Stadt. 1, 2, 3, dann sind wir wieder bei der 1. So. Das Ratsgebäude ist natürlich praktischerweise genau hier gegenüber vom Eingang. Und schauen wir mal. Nein, der sagt mir nicht, wo Frill sitzt. Ich glaube, es war aber hier links irgendwo. Hier ist der Brunnen. Hier ist... Seeberg ist Frill, ein berühmter Geschichtslehrer. Er befindet sich im Ostflügel des Ratsgebäudes. Dankeschön. Dafür ist das mit dem Wort eingeben sehr praktisch. Das habe ich damals tatsächlich nicht genommen. Ich bin einfach einmal durch den ganzen Laden gerannt und habe alles, einfach alles untersucht. So, hier hätten sie so machen sollen, dass wenn die Tür offen ist, dass ich durch diese
Tür durchlaufen kann, auch wenn das noch so unrealistisch ist, ist es sehr nervig, wenn man dann einfach mal nach links und wieder runter und wieder nach rechts muss, wenn man sich vertan hat. Das ist Gribo. Ich will jetzt nicht mit jedem reden, sondern nur mit Frill. Das wird wahrscheinlich sein Office sein. Jawohl, Arbeitszimmer, das sie bei Gisfrill manipulieren. Zarima, meine Freunde. Kann ich noch etwas tun, was euch bei der Aufklärung des Verbrechens nützlich ist? Was sagt ihr zu diesem Gegenstand? Trier zeigt Frill den Zierdolch und erklärt, wo er stammt. Frill sagt: Ein seltenes Stück aus alter Zeit. Dieser Dolch ist sicherlich über 150 Jahre alt. Ich bin kein Spezialist für diese Dinge, aber es würde mich nicht wundern, wenn er sogar magische Wirkung entfalten könnte. Die Familie von Bradir, dem neuen Oberhaupt der Formergilde, war im Besitz dieses Dolches. Seltsam, dass der Mörder im Besitz dieser kostbaren Waffe war. Daraufhin trinke ich erstmal einen Schluck. Ist schließlich heiß. Nun, was wisst ihr über Bradir? Darüber kann ich nicht viel sagen. Heißt er vielleicht Brodir? Habe ich mich verlesen? Nein, Bradir. Na gut, okay. Wird wohl in der Formergilde sein. Auf in die Formergilde. So, hier links ist die Magiergilde. Der Jägerklein ist auf der anderen Seite, also muss die Formergilde hier sein. Nicht hier jedoch, sondern hier. Ach, das ist der Eingang für Gildenmitglieder. Ich muss einmal rumlaufen und hier reingehen. So, der wird ja wahrscheinlich im Büro des Oberhaupts sein, also von hier aus im Norden. Nein, das ist er nicht. Dann wird er wohl hier in diesem Räumchen sein. Nein. Wie sieht's hier aus? Jawohl, Bradir. Zarima, bitte frag mich nicht nach Akir. Er war mein Freund und ich kann seinen Tod immer noch nicht fassen. Verzeiht, aber wir sind mit der Suche nach seinen Mördern beauftragt. Könnt ihr uns etwas Hilfreiches sagen? Oh Göttin. So wie die Gesetze stehen, seid ja auch ihr Menschen in diese Angelegenheiten hineingezogen worden. Dabei tragt ihr doch nun überhaupt keine Schuld an den Geschehnissen. Aber, um eure Frage zu beantworten, ich kann euch leider nicht weiterhelfen. Ich weiß wirklich nicht, was in Fasir gefahren ist. Nun, was sagt ihr zu diesem Gegenstand? Als Trier wortlos den Dolch vor Bradirs Augen hält, zuckt er zusammen und auch die Menschen erkennen den gequälten Ausdruck, der in seine Augen tritt. Er tritt näher und sagt: Es ist seltsam. Nun in diesem Augenblick, vor dem ich mich am meisten fürchtete, fühle ich eine seltsame Erleichterung. Verzeih mir, Akir. Bradir greift an. So. Einen magischen Gegenstand, das rote Schwert. Gucken wir mal, ob wir den invoken können und was der tut. Aha, ich konnte kein Ziel auswählen, das heißt, dessen Magie gilt für das gesamte Feld. Alle Gegner. Feuerhagel. Nett. Das war schwer, leicht. Bradirs Stilett. Versuchen. Nahkampfwaffe mit Schaden 7 und kann von der Magierin verwendet werden und hat einen Zauberspruch drauf. Entschuldigung. Verletzt sinkt Bradir nach dem Kampf in die Knie. Der Schmerz vertreibt den wirren Ausdruck von seinem Gesicht und seine Augen werden wieder klar. Wir müssen ihn schnell zur Heilerin bringen, sonst erfahren wir nie, warum er uns angegriffen hat. Schnell wird Bradir zur Heilerin transportiert. Sobald er versorgt ist, gibt es im Ratsgebäude eine Versammlung im Raum der Sebainar, bei der Bradir sein Verhalten erklären soll. Neben Ton, Rainer und Dreer ist auch Syra als Tochter des ermordeten Akirs herbeigerufen worden.
Radia macht einen ruhigen, gefassten Eindruck, als sie Sibana ihn anspricht. Bradir, erklärt uns bitte eure ungewöhnliche Reaktion beim Anblick der antiken Waffe, die der Mörder bei sich hatte. Sebaina, der Dolch ist Teil der Bezahlung des Mörders gewesen. Er gehört mir. Bei seinem Anblick verlor ich den Rest meiner Nerven. Ich bin geradezu froh, dass nun alles vorbei ist. Ihr wollt sagen, dass ihr der Auftraggeber wart? Ihr habt Akir, euren bewunderten Freund, ermorden lassen? Nein, bei der Göttin, ich war es nicht, der den Mörder gedungen hat. Aber ihr kennt den Auftraggeber? Ja, Sebaina. Es war Akir selbst. Was? Unmöglich! Das kann doch nicht sein! Ich weiß, dass Bradir der engste und ehrlichste Freund war, den mein Vater je hatte. Lassen wir ihn weiterreden. Akir wusste es seit fast einem Jahr, dass er an einer unheilbaren Krankheit litt. Er hatte noch höchstens ein halbes Jahr zu leben. Als er dann noch von Sira die Entscheidung entfuhr, zur Gilde der Yikars zu wechseln, veränderte er sich zugehends, wurde immer unberechenbarer. Vor einiger Zeit kam er mit dem Plan seines inszenierten Mordes auf mich zu. Neben der Rache an Fasir wollte er damit erreichen, dass Sira die Gilde der Yikars wieder verlässt. Ich habe tagelang versucht, ihm den Plan auszureden, aber er war nicht davon abzubringen. Er hat an meine Ehre als Freund appelliert, um seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Mir blieb nichts anderes übrig. Er hat den Dikas Kris mit einer absurden Summe bestochen und einen Assassinen des Menschenvolkes, der Kenget Kamulos, mit dem Mord beauftragt. Um den Mörder zu beseitigen, wurde als Treffpunkt nach der Tat das alte Zentrum unserer Gilde ausgemacht, in der Hoffnung, dass die Raubtiere dort die letzten Zeugen beseitigen. Die letzten Wochen waren die schlimmsten meines Lebens. Ich bin gerne bereit, mich der Prüfung durch einen Trinat zu stellen, um meine Aufrichtigkeit zu belegen. Eine lange Pause entsteht, als alle das Gehörte zu verdauen versuchen. Sira, Akirs Tochter, findet als erste wieder Worte. Ich kenne Bradir seit meiner Kindheit als Freund unserer Familie. Er hat sich dies alles meiner Meinung nach nicht ausgedacht. Ich habe meinen Vater geliebt, aber ich weiß, wie starrsinnig er sein konnte. Unter diesen extremen Bedingungen. Er könnte wirklich so reagiert haben, und deswegen mir, oh Göttin. Ich glaube Bradis Worten. Auch ich bin bereit, Bradi Glauben zu schenken. Er ist von dem Verdacht des Mordes befreit. Kehrt zurück zu eurer Gilde, Bradir. Ihr habt dort sicherlich einiges zu erklären. Der zu Unrecht beschuldigte Fasir wird sofort rehabilitiert. Kris, der bestochene Dikas, wird sich für seinen Verrat verantworten müssen. Ist damit unsere Pflicht, den Mord aufzuklären, Genüge getan, Sebaina Yannis? So ist es. Ich danke euch Menschen und auch euch, Trier, für die Aufklärung dieser Tat. Eurer Weiterreise steht nun nichts mehr im Wege. Wir waren ein gutes Team, Tom und Rainier. Wenn ihr es wünscht, werde ich euch auf der Reise begleiten. Mir steht der Sinn nach ein wenig Aufregung. Aber gerne, Trier. Ich bin froh, euch dabei zu haben. Tom und Rainier, ich habe Entscheidungen schon immer impulsiv getroffen. Auch ich möchte mich gern für eine Weile anschließen. Und dem, was hier passiert ist, möchte ich ein wenig Abstand von allem gewinnen. Eine Reise wird mir guttun und meine bescheidenen magischen Talente können euch sicher nützlich sein. Was sagt ihr? Ihr seid uns natürlich willkommen, Sira. Wir haben wahrscheinlich noch eine weite Reise vor uns und je mehr unsere Gruppe umfasst, desto besser. Obwohl Akirs tragischer Plan ein Gefühl der Trauer hinterlässt, bin ich doch froh, dass nun alles aufgeklärt ist. Tom und Rainier, ihr seid weiterhin willkommene Gäste in Yrina. Wenn ihr zur Weiterreise bereit seid, so sprecht mich an. Ich erkläre die Versammlung nun für beendet. Ich merke, ich habe ja Siras Stimme verwendet, weil ich irgendwie dachte, dass Sira geredet. Tom, Rainer, Dreh und Sira verlassen den Raum der Sebaina. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Aufnahme die Stimmen unterscheiden kann. Rainer trägt zu viel. Ja. Weil ich ihm im Kampf den Dolch gegeben habe. So, sie hat 24 diese Samenkörner und ein paar Heiltränke. Und kann 20 Kilo tragen. Dann würde ich sagen, gehen wir sie erstmal ausrüsten. Wir haben ja bei Varn einiges an Ausrüstung hinterlegt. Ja, das ist das, wenn man nach unten drücken muss, in dem Fenster nach unten drücken muss und in dem anderen Fenster nach unten rückwärts gehen ist.
So, auf zu Vanya in der Hoffnung, dass sie mindestens bis um 6 offen hat. Nein, da will ich nicht rein. Dankeschön. Jawohl. Und zur Ausrüstungskiste. So, Sira kann auf jeden Fall diesen Brustschutz tragen. Sie kann auf jeden Fall dieses Stilett tragen und den Dolch. Leider nur eins von beidem. Das heißt, das geht in den Verkauf. Die Kappe geht aber. Und die Schuhe bringt sie sogar schon mit. Sehr schön. Und dann kann sie bestimmt noch ein kleines Schild. Genau, sehr schön. So. Also ein Iskai-Messer kann sie in ihrem Schwanz führen. Okay. So, und die Samenkörner kriegt sie natürlich auch. So kann sie jetzt 80 Zaubersprüche sprechen, bevor wir wieder Samenkörner kaufen müssen. Ich würde tatsächlich mal gucken, ob sie nicht doch lieber in den Fernkampf geht. Schauen wir mal. Sie ist... Insgesamt wird sie besser als Fernkämpferin sein, als Nahkämpferin. Rainer ist in beidem scheiße. Er ist Wissenschaftler. So, sie stellt sich dahin. So, sie kann auch schon keltisch und wir können, glaube ich, nicht ihre Zaubersprüche sehen. Ah, doch, die zaubern. Sie kann Lebenssicht, Frostsplitter und leichte Heilung. Und dieser Balken sagt, wie gut sie das kann. Und sie kann die leichte Heilung dreimal. Für alles andere fehlen die Spruchpunkte. Beziehungsweise, nein, die fehlen nicht, sondern das kann ich nur im Kampf machen. Das kann ich immer machen. Das heißt, ich kann jetzt einfach die leichte Heilung auf Drier sprechen. Und wenn ich jetzt auf Zaubern gehe, dann steht hier eine 2 und dieser Balken ist leicht gestiegen. Was wir jetzt tun möchten, im Endeffekt, ist grinden. Und grinden ist scheiße. Und das ist der Grund, warum ich erstmal die Schuhe und die Sachen verkaufe. So, und zwar... Das kriegt der Händler. So, das hier. Und das hier. Dieses. So, diesen großen. Genau, hier gucken wir jetzt nochmal nach. Und zwar, Drir kann diesen großen Iskai-Dolch hier tragen und Sira kann ihn überhaupt tragen. Also, schauen wir mal, der kann bei ihr nicht in diesen Slot. Okay, macht auch weniger Schaden. Wir hatten ja eben, glaube ich, den anderen Dolch angeguckt, also legen wir hier unten hin für den Verkauf. So. Im Fernkampf halte ich mich tatsächlich erstmal bedeckt, bis die beiden gut genug sind. So, interessant, dass hier das Gewicht sich ändert, wenn ich... Das ist ein kleines bisschen, das ist genau ein Pfeil zu viel, interessanterweise. Dann nehmen wir doch einfach einen Pfeil und geben den Sira. So. Und zwar... Das wird verkauft. Der Brustschutz hier wird auch verkauft. Ich gehe mal bei ihr hin, weil ich den hier für sie ursprünglich eingeplant hatte. Das Stilett macht 7 Schaden. Das ist schon mal besser. Und das hat einen Zauberspruch, den ich jetzt nicht, sondern nur im Kampf aktivieren kann. Okay. So. Dann würde ich sagen, gehen wir her und kaufen noch einmal einen Dietrich. Einfach damit wir immer einen haben. So, da er jetzt schon wirklich fast an der Grenze ist, kriegt den Diet einen Dietrich. Er hier einen. Genau. So. Und die Schriftrolle Licht, die kaufen wir auch. Ich glaube, das war nämlich nicht ein Einmalspruch, sondern das war, damit lernt Sira neue Zaubersprüche. Spruch lernen, genau. So. Ah ja, es ist ein Einmalzauber, aber Zauberer können die Sprüche lernen. Dann lasse ich die mal hier, weil ich weiß, es gibt noch mehr Zauberer als Sira. So, und dann gehen wir jetzt erstmal verkaufen. Jetzt kann Tom wieder die Führung übernehmen. Der Mord ist schließlich aufgeklärt. So, bevor wir weiterziehen, müssen wir übrigens das Zeug aus der Truhe nehmen.
wir erstmal zum Waffenhändler und verkaufen. Und dann geht eine sehr lange, langweilige Phase los. Und zwar wollen wir die Leute ausstatten. Wir wollen im Endeffekt Dreh mit der besten Waffe ausstatten. Das wäre die Iskai-Lanze. Mit der besten Rüstung. Mit dem besten Metallhelm. Und dann sieht man schon an dem Gold, wie lange wir dafür kämpfen müssen. So. Ah ja. Dann so. Ist halt schade, dass das nur von ihm getragen werden kann, weil das war ja ein ganzer Slot. Ich kann natürlich sagen, ich kaufe den Stich in Erwartung, dass dieser große Iskai-Dolch mehr wert ist als 8 Gold. Ja, nein, ist er nicht. Super. Und der hier? Nein. Haha, da haben wir ein schlechtes Geschäft gemacht. So. Ja, den kann sie auch nicht verwenden. Bei Vanya kriegen wir natürlich weniger Geld. Die Schlappe hätten wir auch verkaufen können. Gut. Die Zauberspruchrolle bleibt übrigens. Die wird nicht verkauft. So. Und Rainer trägt schon wieder zu viel. Wieso trägt er jetzt auf einmal... Ach, das ist das Gold. Ja, das ist kein Problem. Das Gold können wir auch Sira geben. So. Wenn ich Geld kriege, wird das immer auf alle aufgeteilt. So, wieder zurück zu ihr. Zum Verkaufen. So, ansprechen. So. Ja, bei ihr hätte das auch keinen Slot verbraucht. Naja. Jetzt geben wir hier natürlich nur einen Bruchteil zurück, nur 5,3 Goldstücke. Und auch hier bei den Schuhen kriegen wir natürlich auch nicht mehr alles zurück, aber das ist alles nicht allzu schlimm. So, den Kompass hätte ich noch gerne. So, ein paar Heiltränke haben wir schon. Genau, den Kompass will ich auch noch kaufen. Tatsächlich haben wir jetzt... Ja, sie können in einem Fall auch noch anreißen. Ah, das geht hier wieder nicht. So, sie kann in einem Fall noch an Rainer geben. So, er trägt genau das Maximale. So, jetzt tauschen wir hier auch einmal die Rüstung aus. Die sollte er tragen, weil er vorne steht. Genau, dadurch kann er jetzt auch wieder mehr tragen. So, nochmal Kampfposition. Also die beiden stehen vorne. So, also wir wollen Drir voll ausrüsten, Sira so voll wie möglich ausrüsten. Sira muss, soweit ich weiß, kann sie Zaubersprüche kaufen. Sie muss alle Zaubersprüche können, voll können. Wir wollen den Kompass haben und wir wollen im Endeffekt voll austrainiert sein. So, das ist quasi jetzt das, was wir brauchen. Und daher renne ich irgendwie ziellos durch die, gefühlt ziellos durch die Gegend. In Wirklichkeit will ich einfach hier hin. Daher gehen wir jetzt her. Und, naja, es ist Nacht, das ist nicht gut. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass wir uns Tränke kaufen. Heiltränke. Wir können. Jawohl. So. Und jetzt gehen wir im Endeffekt los. Haben wir ein Geschenk bekommen. Gehen wir im Endeffekt los. Und werden erst einmal rasten. Das geht hier natürlich nicht. Das ging ja immer im Haus des Siegerclans gut. Oder eben draußen. Und jetzt rasten wir halt vor der Stadt. Und dann werden wir einmal über die Insel laufen und alle Gegner killen.
So, immer hier rum. Übrigens, ich könnte jetzt also jederzeit hergehen und sagen, ich möchte losfahren. Und das ist dann auch der die Menge an Content, die Demo hatte. Das heißt, in dem Moment, wo man weg hier von der Insel mit dem Schiff wegfährt, kam in der Demo das Fenster, das war die Demo. So, sie muss natürlich zaubern. Und sie zaubert mal, sie kann auch natürlich die Heilung zaubern, glücklicherweise, sie zaubert mal Lebenssicht. Und er tut einfach nichts. So, hat natürlich nicht viel gebracht. Aber der, wenn ich jetzt hier nochmal aufgehe, der Balken hat sich erhöht. Sie hat Lebenssicht besser gelernt. Und entweder wird dadurch der Zauber stärker, oder es war, dass sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Zauber fehlschlägt, sich verringert. Ich weiß es nicht mehr, was von beiden. Also wir laufen jetzt hier einmal außen rum. Aha, hier ist ein ganz gänzlich anderes Tierchen. Ein Varniak. Ein fliegender Gegner. Und der sticht mit seinem Stachel zu. So, sie kann auch zweimal Lebenssicht und zweimal leichte Heilung. Jetzt machen wir erstmal die Lebenssicht. Das ja. Und ab jetzt können wir sehen, wie viele Lebenspunkte der noch hat. So, du machst nichts. Du hebst dir deine letzten Punkte noch für die Heilung auf. Und da kriegen wir eine kleine Varniak-Kugel, die wir natürlich auch verkaufen können. Das heißt, wir wissen, Krondirs und Varniaks bringen Geld. So, ich laufe jetzt einmal die Insel außenrum ab und dann wollen wir natürlich auch nochmal innen gucken, was diese Insel sonst noch alles zu bieten hat. Da ist ein Krondir und es sind hier auch ein paar Varniaks. So, es sind sogar zwei Krondirs. So, wir sind hier ausgerüstet. Von daher macht uns das nicht viel aus. Ah, okay, dadurch, dass Sira hier steht, kann Dreh jetzt nicht hier durch. Naja, Tom macht das schon. Man sieht, der Schaden ist nicht sonderlich groß. So, das sind 90 Erfahrungspunkte. Und hier sehen wir schon einen Varniak der Stufe 2. So, Sira muss natürlich geschützt werden und der Varniak der Stufe 2 ist gefährlicher, also wird der auch angegriffen. Oh ja, der ist wirklich gefährlicher. Magischer Gegenstand hat ja keine Ladung mehr, stimmt. Eine Runde dürfen wir noch aushalten. Ich weiß nicht, wie stark die leichte Heilung ist. Wahrscheinlich wie ein grüner Trank. Ja, das war's für Dreher. Ist natürlich nicht schön. So. Tom geht rüber. Rainer greift an. Er hat natürlich einen Haufen Angriffe pro Runde und ist jetzt auch noch vergiftet. So, aber dafür kann sie jetzt die leichte Heilung trainieren. Angreifen. Das ist wirklich ein Witz. Die Heilung ist wirklich ein Witz. Aber der Varniak flieht. Das machen wir jetzt auch gleich. Weil wir können nicht mehr zaubern. Und wir sind nur noch zu zweit. Wir haben zwar Heiltränke. Aber erstmal will ich aus der Reichweite von dem Gegner raus. So, rasten können wir noch nicht. So.
So, und er ist vergiftet. Ja, und Rainer war auch vergiftet. Genau, wir müssen zurück. Weil die werden jetzt regelmäßig, nach genau, wenn die sie regelmäßig Schaden nehmen.